Wenn die Hoffnung verloren scheint und die Tervia-Ritter vor der Auslöschung stehen, gibt es nur noch eine Rettung. Admiral, wir müssen den Todesbären beschießen mit allem, was wir haben. Sonst gehen wir runter. Das ist das Ende von der Rebellion. Wo kann ich das Kind mit dem Body schicken? Etwas hat sich in dir verändert. Du bist nicht mehr so zornig. Kann sie der Rebellion Frieden bringen? Oder sorgt ein RO-Mitarbeiter für das Gleichgewicht in der Macht? Vorsicht! Scheiße, das hätte man eigentlich können sagen, dass hier im Goller-System überall Wampa-Kühe-Taschen liegen. Da hätte ich gerade meine Sonntagsschuhe angelegt. Das neueste Star Wars-Abenteuer. Unglaublich packende Action. Sture Droiden. Das macht der 12.30 Franken. Was? 12.30 Franken für eine Stunde zu parkieren? Sag, wie sind die hier im Planetensystem das und nicht im Lufthafen New York? Ja, genau, Petsche, zeig was! Und packende Wendungen. Yankee, ich bin dein Bärli. Ja, klar, mein Bärli hat 35 Jahre als Bäckli-Pöstler geschafft. Du siehst einmal nicht, als hättest du schon manches Bäckli gedreht. Das glaube ich nicht. Sperrt ihn ein. Begleiten Sie RRO und seine Freunde beim Kampf gegen das mächtige Imperium. Fast 2 Tage reist du nur in einem Flugzeug mit meiner Größe schon nicht so abgenommen. Star Wars Episode. Dieter! Mit welcher Episode fing das nochmal an? 4? Und dann kann 5? Und dann 6? Und dann 1? Meine Fresse, da kommt doch kein Mensch! Star Wars, die Rückkehr der Tervia-Ritter. Das erste Star Wars-Abenteuer komplett auf Walliser-Deutsch. Luke, was meinst du? Schaffen wir es denn auf dem Planet Obrams 7? Der Hyperantrieb hat nicht mehr ganz viel Muster. Es hat jemand vergessen zu tanken. Es könnte sogar noch schlimmer sein. Erinnerst du dich an das? Red aber Walliser-Deutsch. Bald in den Kinos in ihrer Nähe. Möge die Macht mit dir sein. Ja, jetzt kommt es wieder mit der. Das sagst du auch gescheiter, Murat Yakin. Ehrenwort jedes Mal, wenn irgendwas etwas ist, möge die Macht mit dir, möge die Macht. Sag, kannst du dir nicht einmal einen Nebensatz überlegen? Oder bekommst du Provisionen, wenn du so...